Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Atomic Heart. So, dann nehmen wir das. Okay. So. Ja, das nervt ein bisschen. Hier haben wir nichts übersehen, oder? Ja, von da sind wir gekommen. Ich will nichts übersehen. Oder sind, doch, wir sind von da gekommen. Hm. Wir haben auch die Kiste geräumt. Oh. Bitte so. Vorgang auswählen. Naja. Wie viel haben wir mittlerweile? Mir schildert das Recht noch nicht. Ja, noch ganz, ganz wenig. Dann haben wir das auch geschafft. Okay. So. Dann raus mit uns. Tierfreund. Finde alle sprechende Tiere? Alle sprechende tote Tiere. Ja. Was ist das für ein Erfolg? Okay. So. Gut. Karte aufmachen. Das haben wir ja. Und da drüben ist ja auch ein Testzentrum. Ja, was soll's. So. Und bam. Gut. So. Kurz umsehen. Ja, da drüben ist noch was. Zug vorbei. Ja. So. Au. Wie gefällt dir das, Schraubenkopf? Ja, Schraubenkopf. So. Nerv, nerv. So. Ja, okay. Bete zu deinem Blechgott. Ja. Und bam.
Gut, ich glaube, das kann man vorerst sein lassen. Und jetzt da hochgehen. Gut. So. Nein. So. Gut, ich glaube, das da, ja. Aufmachen und sonst ist hier nichts mehr. Gut. Gut. Ah ja, das ist unwichtig. Hier kann man sonst nichts mehr machen. Gut. Dann rein da und runter mit uns. Ja. Okay, dieses Poltern hat mir nicht gefallen. Gut. Hey, wo sind wir hier? Das ist ein weiteres Testgelände. Hier sollte es militärische Baupläne geben. Dachte ich mir schon. Hör mal, du Laberfäustling, woher hast du all die Informationen über militärische Baupläne in diesen sogenannten zivilen Laboren? Warum sollte ich diese Informationen nicht haben? Ich bin ein Gerät, das unter extremen Umständen für extreme Situationen hergestellt wurde. Ja, für einen Spezialagenten. Du verstehst das nur zu gut, Genosse Major. Oder wirst es wenigstens bald verstehen. Okay. Ja. So. Speichere Daten. Nein. Ich habe ja kaum was gemacht. Das sollten wir nicht. Ah. So. Wir sind also länger tot. Falsche Taste, Mann. Nochmal. Eine Rave Party oder was? Das wäre jetzt witzig, wenn so die Roboter jetzt hier tanzen würden. Die magnetische und mechanische Werkstatt von Testgelände 1 ist zuständig für erstens Versorgung aller Test- und Forschungsaktivitäten mit Proben. Zweitens, Herstellung externer Gehäuse für Thermal- und Kolbenmaschinen. Und drittens, Schleifen von gleichmäßigen und zylindrischen Oberflächen sowie Funkenerosionsbehandlung von Maschinenteilen. Okay. Hmm.
Es war gerade hell. House Music. Und hopp. Und drüben ist sonst nichts. Gut. Hier mitnehmen. So. Gut. Und hier. So, Mr. Unauffällig. Gut, hier gibt es nur eine Möglichkeit, hier weiterzugehen. Gut, das funktioniert immer noch. Hier können wir nichts machen. Bin ich schon versehentlich richtig gegangen? Ja. Okay. Gut, dann... Ja, sind wir hier. Wo? So, speichern. Wir haben mittlerweile was Sachen gefunden. Ist es genug, um den nächsten? Nee, Porsche. Ja, es ist. Das nächste braucht 106. Okay, hier haben wir schon den ersten. Okay, das geht aber schnell. So. Für den Fuchs eine Erweiterung, okay. Sonst hier nichts mehr. Zu den Thermalmaschinen von Testgelände 1 gehört eine Archimedes-Schraube, die von der thermischen Emission eines wärmeabgebenden Kerzelements angetrieben wird. Oh. Die Maschinen erzeugen 2 Millionen Kilowattstunden Elektrizität im Monat. Genug, um das ganze Testgelände ein Jahr lang zu betreiben. Ja. So schlau, der Kleine. So. Ja. Da. So. Hier mitnehmen, dann hier noch. Nee.
Wer ist der Chef? Wir sind der Chef. Alles mitnehmen und untersuchen. Gut. Scheint alles ruhig zu sein im Moment. Gut. Und schnell hier rein. Die mitnehmen. Jetzt haben wir nichts mehr, gut. Ah. Gut. Dann halt eben hier lang. So, und zack. Okay, das scheint ein Rätsel zu sein da drüben. So. Ich frage mich langsam, wann wieder mal die notgeile Norak auftaucht. Gespeichert. Was ja, soll es sein, Major? Ich glaube nicht, dass wir... Nee. Überhaupt nicht, Ypsala. Okay. Das scheint mir nicht gerade das schwierigste Rätsel zu sein. Ah. Gut. So. Expansiver. Ah. Okay. So geht das also. An alle Mitarbeiter von Testgelände 1. Um unnötige Unfälle zu vermeiden, bitte den Testbereich verlassen, sobald der aktive Testalarm ertönt. Denkt daran, ein Sowjetarbeiter achtet immer auf seine Umgebung. Das gilt insbesondere für Mitarbeiter von Anlage 3826. Ja. So. Ah.
Das war eigentlich viel zu einfach. So, wir haben hier sonst alles mitgenommen, oder? Ja. Waffen. Alles klar. Wir sollten nach Möglichkeit versuchen, weitere Testgelände zu finden. Ja, aber... Komm hier rüber, du kleiner Penner. Ja. Und hier. Zack, zack, zack. Sehr gut. Und hopp. Gut. So viel wir diese Scanner-Ansicht benutzen, ist ja auch irgendwie nicht mehr feierlich. So. Und wir haben auch hier wieder alles erkundet. Speichere Daten. Also die Zentrifugalkraft sollte ihn eigentlich drinnen behalten. Aber egal. Ich glaube nicht, dass diese Cartoons wissenschaftlich akkurat waren. Okay, dann haben wir hier alles mitgenommen, was wir hatten. So. Rufen wir mal den Dings. Bevor ich es vergesse, nochmal speichern. So. Und hoch. Ja. Aber hier haben wir auch wieder alles gemacht. Das einzige Problem, das ich habe, ist, ja, wir haben kein Auto vor der Tür. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Immer noch kein. Nett. Gut, da wir jetzt hier sind, gut. Also, geschafft. Gut. Also, da wir irgendwo hier hin müssen, gehen wir hier hin. Also wir müssen erst sowieso hier vorbeifahren. Oder vorbeigehen, besser gesagt. Also wird es schon irgendwie schief gehen. Licht aus! Ja.
So. Gut, wie wir schon hier sind, können wir auch kurz speichern. Speichere Daten. Ein rotes Auto. So. Boah. Ich wollte gerade ausweichen. Das ist unfair. Genosse Major, die Daten der Alarmstufe lassen darauf schließen, dass du geliefert bist. Verdammt. Gut. Wo? Da drüben? Da wurde gerade etwas runtergelassen. Ich fange gerade erst an. So. Gut. Was umsehen. Alles mit dem, was es geht. Okay, okay. Das ist zu viel. Wenn man eine Minute Ruhe hat, um alles einzusammeln. So. 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 Und hier haben wir keine Zeit. So. Falle. Boom. So. Sollte das nicht machen. Das macht nur das Auto kaputt. Auf dem richtigen Weg, ja. So.
So, und... Na, wie ist das? Ich dachte, ich bin noch rechtzeitig ausgewählt. Na, wie ist das? So, und hier. Ja. Vorsicht! Der Feind ist in höchster Alarmbereitschaft. So. So. Wir sind zu früh ab. Ne, warte, das ist korrekt. Du wolltest es so. Wow. Okay, wir müssen da hoch. Oh. Verdammte Blechbüchse. Okay. So. Das Skill. Nee. Wir müssen also dahin, um das hier aufzumachen, verdammt. Sehen, was du drauf hast. Okay. Haben wir hier etwas drin? Nein. Und? Das sind wir. Wir müssen nur da. Sie erhöhen ihre Sensorenreichweite. Du hast ihre Sensoren ausgelöst, Major. Ja. Pass auf. Was? Keine Energie mehr? Du wolltest es so. So. Okay, das wollte ich nicht. Gut.
Was glotzt du so? So. Oh, das ist auf dem Dach. Okay, das hat ein bisschen mehr gedauert, als ich erwartet habe. Gut, alles da. Was man. Hä? Okay. Es ist nichts, was man einfach so aufmachen kann. Ist auch nichts. So, und runter mit uns. So. Ah. Ja, wir sind auf der Suche nach Betroff. Heutzutage ist das Stuhl ein bisschen schwierig mit all diesen Robotern. Aber wir schaffen das. Also, hier haben wir weiter das Magazin, Polymator, Fettmine und Dominator, Hochintensitätsmodulator. So. Was muss auch der Eingang zu jedem Testgelände wie ein Schweinestall aussehen? Ich sollte erwähnen, dass normale Mitarbeiter mit der Seilbahn zur Arbeit pendeln, die derzeit außer Betrieb ist, wie du vielleicht schon gemerkt hast. Erinnert mich irgendwie an die U-Bahn. Diese Schweineställe sind als geheime Zugänge für Leute wie dich sehr nützlich, Genosse Major. Weißt du was? Vergiss es einfach. Gehen wir. Ja, okay. Das soll ich mal speichern. Speichere Daten. Zugang gewährt. Nein. Was soll es sein, Major? Ja, falsche Taste. Polymer-Shield. Na gut, erhöhte Kampf vor dem Ergrinner, möglich längeren. So, und das hier. Oh, Baby. Regeneriert Gesundheit, das wird ein Spaß. So, sprechen wir. Und dann würde sein, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.